Hallo, liebe Pico-Freunde. Es ist jetzt schon wieder fast 4 Monate her, dass wir Ihnen kein Video gezeigt haben. Wir hatten sehr viel zu tun. Vor 4 Monaten hat unser Produktmanager Matthias Fröhlich und ich ja die Neuheiten vorgestellt. Heute möchte ich Ihnen was Besonderes erzählen. Und zwar, Pico wird am 1. Mai 30 Jahre alt. Wir haben 30-jährigen Geburtstag der neuen Firma Pico. Vor 30 Jahren habe ich mit der Treuhand verhandelt und wir hatten im März und April 1992 viel Gespräche gehabt. Meine Frau hat die letzten Verhandlungen geführt. Ich war damals in den USA und wir wollten dann Ende April den Vertrag unterschreiben. Am Donnerstag, den 28. April, haben wir uns dann beim Notar getroffen und war eigentlich alles klar. Und plötzlich zogen dann die Treuhandvertreter irgendwelche anderen Informationen noch aus der Tasche. Einige Sachen, die für mich nicht akzeptabel waren. Plötzlich wurde das alles wieder geändert. Und wir haben noch sehr viel diskutiert. Und es war auch kurz vorm Scheitern. Und am Abend um 8 Uhr hat damals mein Notar in Schweinfurt gemeint, er hätte jetzt noch eine Flasche Weißwein, fränkischen Weißwein. Und ob wir denn da Interesse hätten. Ja, ja, haben die treuen Vertreter gesagt. Ja, ja, prima, gute Idee. Und ich habe natürlich keinen Wein getrunken. Wenn ich in der Verhandlung bin, möchte ich klaren Kopf haben und nicht beeinträchtigt werden durch Alkohol. Und der Alkohol hat die Verhandlungsstrategie der Treuhandmenschen doch ein bisschen sinken lassen und sie kompromissbereiter gemacht. Kurz vor 12, also Mitternacht, konnten wir dann den Vertrag unterschreiben und wir waren Besitzer der Pico. Am 1. Mai 1992 sind wir dann nach Sonneberg gefahren und haben uns mal unsere Bescherung angeschaut. Und wenn man eine Firma besichtigt, was ich ja vorher durchaus getan habe, ist das immer was anderes, als wenn man sozusagen als Besitzer dann in die Firma kommt. Und was wir dort gesehen haben, war nicht immer so ganz toll. Alte Maschinen, die Spritzerei sah aus, Katastrophe, alles voller Öl, die Schächte so hoch, das Granulat, verseuchtes Granulat. Wir mussten alles sauber machen. Wir haben alle Maschinen rausgeschmissen, haben neue Maschinen gekauft. Sie kennen das Werk mittlerweile. Wir haben sehr viel investiert und wir haben dann mit 80 Mitarbeitern im Mai 1992 angefangen. Am Montag gab es dann eine erste Betriebsversammlung und ich habe den Pico-Mitarbeitern, meinen neuen Mitarbeitern, damals meine Vorstellung über die Entwicklung von Pico gegeben. Und ich muss sagen, es haben eigentlich alle Mitarbeiter mitgezogen. Es war wirklich ein Hoffnungsschimmer für sie, obwohl es natürlich auch kritische Stimmen gab und irgendein ehemaliger Mitarbeiter, der dann bei mir nicht übernommen wurde, hat dann in der Zeitung geunkt, wieder ein Wessi, der also hier die Pico für einen Apfel und Ei gekauft hat. Ich glaube, wir haben in den letzten 30 Jahren, meine Mitarbeiter und ich, wir haben was geschafft. Wir haben mittlerweile einen Betrieb mit knapp 600 Mitarbeitern in Deutschland, in China, auch in anderen Ländern der Welt. Und wir sind, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt. Wir haben in den letzten 30 Jahren viele Auslandsfirmen gegründet. Wir haben Pico China gegründet, Hongkong, Amerika, Polen. Und ich glaube, gerade die Entscheidung, nach China zu gehen, war ziemlich wichtig für uns, weil wir die einzige Modellbahnfirma sind, die eine eigene Produktion in China hat. Und ich glaube, das hat uns in den letzten 10 Jahren sehr viele Vorteile gegeben. Wir können
unsere Neuheiten relativ pünktlich ausliefern. Wir haben sehr gute Qualität, gut, das haben manche andere auch. Wir sind lieferfähig und das kommt am Markt eben gut an. Aber in den letzten 30 Jahren gab es natürlich auch einige Schwierigkeiten. Es gab Auf und Abs. Eine Geschichte, wir haben in den Mitte der 90er Jahre, 1995, 96, haben wir für LGB produziert, hat uns viel geholfen. Wir haben Startsets, H0 Startsets an Lidl geliefert, wurden da sehr beschimpft vom Fachhandel. Es hat einem Verbandsgeschäftsführer sogar eine Abmahnung vom Bundeskartellamt eingehandelt. Mittlerweile sagt der Fachhandel, geht doch bitte wieder zum Lidl und verkauft Startsets, weil wir auch was davon haben. Das hat man erst sehr viel später erkannt, dass das wichtig ist. Nun, sowas liegt nicht in unserer Hand. Das entscheiden die Einkäufer und nicht wir als Hersteller. Aber ich glaube, das war auch ein wichtiger Schritt und hat Pico nach vorne gebracht. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Neuheiten entwickelt. Ich glaube, unser Qualitätsniveau ist sehr hoch. Wir haben nach wie vor ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und auch an dieser Stelle möchte ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich meinen Dank aussprechen, dass sie so viel Engagement, so viel Ideen eingebracht haben, Pico mit der Modellbahn groß zu machen. Herzlichen Dank. Gut, was gibt es noch kurz zu berichten, vielleicht über mich? Ich bin jetzt in der fünften Woche hier in China, die fünfte Woche in Quarantäne, 4 Wochen Hotelquarantäne und jetzt bin ich in der Wohnung mit einem relativ schönen Ausblick, wie Sie sehen. Aber ich kann Ihnen versichern, 5 Wochen Quarantäne macht nicht unbedingt Spaß. Man kann zwar viel arbeiten, aber keine Bewegung, nicht rausgehen, ist schon anstrengend. Aber okay, ich glaube, ich habe noch 2 Tage und dann ist finito. Ob so eine Quarantäne Sinn macht, das kann man sich mal überlegen. Ich meine, die Ansteckung ist nach 2 Wochen vorbei, aber die Chinesen sind da in der Situation, wo sie ihre Null-Covid-Strategie verfolgen wollen und letztendlich eigentlich nicht wissen, was sie tun sollen. Jetzt kommt Omikron und sie wissen, was. Ich bin übrigens über Shanghai reingeflogen. Katastrophe. Ganz Shanghai ist tot. Ich war dort 3 Wochen und musste dann mal zum Covid-Test. Und wie komme ich da hin? Es gibt kein Taxi, es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Niemand ist auf der Straße. Ich bin dann zum Krankenhaus gelaufen. Ich ganz alleine. Es war niemand in der Stadt. Niemand. Zum Krankenhaus gekommen. Dann hieß es 36 Stunden, bis der Covid-Test als Ergebnis bekannt gegeben wird, habe ich gesagt, das ist ein Schmarrn. Der gilt nur 48 Stunden, was soll ich machen? Also bin ich zum nächsten gelaufen und das ging dann in 6 Stunden. Mit dem Covid-Test konnte ich dann nach Shenzhen fahren mit der Eisenbahn, habe Gott sei Dank ein Ticket bekommen. Man muss sich vorstellen, es sind auch sämtliche Züge. Es waren an dem Morgen, wie ich gefahren bin, Donnerstag, war auf der Tafel waren, ich weiß nicht, immer 50 Züge angegeben, alle gecancelt, gecancelt. Es fuhren 2 Züge, einer nach Ningbo. Das war um 9 Uhr morgens und mein Zug um 11 Uhr. Gigantisch. Aber ich bin dann in Shenzhen angekommen und kam auch hierher, dann nochmal eine Woche Quarantäne und jetzt also die letzte Woche in der Wohnung. Und dann hoffe ich, dass ich das hinter mir habe und dass ich dann in die Firma gehen kann und mit meinen Mitarbeitern dort eben sprechen kann, wie es jetzt hier weitergeht. Die Situation mit Corona ist ein ziemlich großes Problem. Auch hier, Sie müssen dran denken, wir haben in Shanghai den Lockdown. Da liegen, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 100 Schiffe oder was, liegen vor dem Hafen, voll beladen mit Container, die können nicht ausladen. Diese Container, wenn auf jedem Schiff 20.000 Container sind, können Sie sich ja ausrechnen, das sind 2 Millionen Container, die da liegen. 2 Millionen, stimmt das? 20.000 mal 100, 200.000, 2 Millionen, ja, 2 Millionen Container. Die fehlen auf der Welt, die Schiffe fehlen auf der Welt, die Lieferketten sind komplett zerstört.
Wir brauchen anstelle von 4 bis 5 Wochen laufen unsere Container jetzt 8 bis 10 Wochen. Wie wollen Sie dann planen? Wie wollen Sie dann Ware bekommen? Wir strengen uns an, wir versuchen alles Mögliche, wir gehen über ein Schiff, wir gehen über die Eisenbahn jetzt. Das kostet zwar sehr viel, aber ich finde es einfach wichtig, dass wir unsere Ware Ihnen zur Verfügung stellen können. Obwohl wieder viele Kunden natürlich auch sagen, ja, die können nicht liefern und Katastrophe. Und ja, ist eine Katastrophe, völlig richtig, aber das können wir auch nicht alles beeinflussen. Pico China, die Firma, genauso wie Sonneberg, läuft gut, gute Qualität. Wir haben die Neuheiten alle gut im Griff. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit alle Neuheiten, die wir angekündigt haben, dieses Jahr auch ausliefern. Sie können sich also schon mal darauf freuen. Vielleicht kommen Sie ein bisschen später, als wir es eigentlich gedacht haben, aber Sie werden kommen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir trotz der Schwierigkeiten, die es überall gibt, nicht nur die Lieferketten sind ja, wie ich gerade sagte, schon betroffen, auch die Bauelemente. Es liegen bei uns Tausende von Loks hier in China, die auf Decoder warten, weil wir keine Bauelemente für die Decoder bekommen. Und das ist alles schwierig und wir können viele Dinge eben leider nicht beeinflussen. Was wir beeinflussen können, sind, wir wählen schöne Neuheiten aus, wir machen gute Neuheiten, wir machen gute Qualität und wir versuchen nach wie vor, die ganze Geschichte zu einem akzeptablen Preis auf den Markt zu bringen, um Ihnen für Ihr Hobby auch gute Produkte zu bieten, damit Sie Spaß an der Modellbahn haben, damit Sie Freude an Pico haben. Dafür werden wir uns alle anstrengen. Und wir haben uns auch überlegt, zu dem 30-jährigen Jubiläum eine spezielle Lok zu machen, eine BR 101 in Sonderbedruckung, Sonderfarbe, streng limitiert. Wir werden Ihnen diese anbieten und sie ist, glaube ich, diese Woche schon in den Container gegangen. Sie wird per Bahn nach Deutschland geschickt und in 2 Monaten könnten Sie das exklusive Modell der Pico 30 Jahre Pico Lok haben. Den Produktionsprozess wollten wir natürlich auch filmen. Da ich in Quarantäne war, konnte ich das nicht machen. Und ich habe unseren Business Manager Stone Lu gebeten, den Produktionsprozess zu verfolgen und die einzelnen Schritte zu filmen. Ich glaube, das hat er sehr gut gemacht. Danke an Stone. Und Sie werden im Anschluss sehen, wie das gelaufen ist. Viel Spaß dabei. Hallo Pico Fans, I'm the Business Manager of Pico China. We are producing an item called BR101 to celebrate the 30th anniversary of Pico. And I want to show you the production process. So I'm in the injection department. I want to show you the injection process first. Here we go. Now I'm standing in the spring department. I want to show you a little bit about our spring process. And the guys carefully to put the parts onto the fixture. And here is our robot.
this is a pantograph assembly line for the ER-101. Here we make the assembly for the BR-101. Hello fans, the special item BR-101 is finished the mass production already, and we are in the packing process now. And before packing, the girl will make the final check on for the surface. To make sure that everything is okay before on your hands. The girl put the tracking number on the chassis. The items are coming to you. You will get them soon. Liebe Pico-Freunde, ich hoffe, der Film war interessant für Sie. Sie haben gesehen, wie die neue Lok 30 Jahre Pico aussehen wird. Ich hoffe, sie gefällt Ihnen. Ich hoffe, sie wird irgendwann auf ihrer Anlage fahren oder in der Vitrine stehen.
Ich darf Ihnen eine schöne Zeit wünschen und verabschiede mich jetzt mit diesen Bildern und schauen wir uns nochmal im Hintergrund Dongguan an. Ist ein bisschen diesig hier heute, aber ist besser, als wenn volle Sonne ist. Heute wird es 33 Grad hier, also ziemlich warm. Schöne Zeit, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und tschüss.